Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu Gran Turismo 2 mit Alles auf Gold, heute mit dem zweiten Teil der S-Lizenz. Wir sind bei der Prüfung S6, denn wir haben bei der S-Lizenz die Prüfung 2 geteilt, damit wir da eine adäquate Länge für die Folge haben können, denn ansonsten müsste man so ein bisschen was zercutten, denn alle 10 zusammen ergeben schon bereits eine Gesamtlänge von einer Viertelstunde als Prüfungen, die erfolgreich sind. Da ich immer ein bisschen mehr reinkatten will, habe ich mir gedacht, wir teilen das Ganze auf. Und spätestens bei Gran Turismo 4 hätten wir das eh machen müssen, weil da sind 16 Prüfungen pro Lizenz, glaube ich. So, gehen wir rein in den Peugeot 406 Sedan. Das ist Prüfung Nummer 1. Auf geht's. Oh, hallo. Schönes Auto. Wait. Okay. Das ist Rom richtig rum sogar. Ich dachte, es wäre Rom falsch rum. 1,29,7. Ich kenne den Kurs gut. Hat mir zum Beispiel beim Midfield Raceway mit dem Nissan Skyline in der letzten Episode nicht viel gebracht. Ja, mal gucken, was hier noch geht. 29,7. Oh, weit außen anfahren. Oh, hier muss ich gar nicht vom Gas gehen. Sehr schön. Beim ersten Mal lernt man halt sehr viel schon. Das ist eine ziemlich langsame Runde, krass. 2,6 Sekunden noch. Ja, noch anderthalb Sekunden. Die ist 7 Zehntel schneller gewesen, die Runde, als die Zielzeit. Oh, S7, die Prüfung in der Viper Laguna Seca. Das könnte spannend werden. Oh, rein da. Na, nochmal. Nein, nochmal. Sieht gut aus. Kann ich beim Einserschild bremsen? Ticken spät eventuell. Nein! Corkscrew ist gemein.
Voller Push. Full Push, Full Push, komm. Geht da was? 58,3 als erste Zwischenzeit hier. Eine Minute. 13,9. Nicht schlecht. Ist das gut? Ist das schlecht? Nicht gut genug, schade. Nochmal. Das sieht gut aus. Sehr gut. Eine halbe Sekunde drunter. Sauber, Alter. Geil. Das, die gute Corkscrew, die war's. Die Namen übrigens von den ganzen Überschriften sind komplett versaut. Deep Forest Raceway als Überschrift, Tahiti Maze als Strecke. Midfield Raceway, Laguna Seca. Ach, seht ihr das überhaupt? Ja. Hier steht Roman City Circuit und es ist Rom. Okay, da passt's. Red Rock Valley Circuit und Grindelwald. Hier haben wir Tahitian Dirt Route mit Field Raceway. Also irgendwie alles so weird. Gehen wir zu Deep Forest Raceway alias Tahiti Maze im Evo 6. Oh, das kenne ich aus Gran Turismo 3. Auto untersteuert. Hier gibt es einen krassen Slowdown gerade. Hat man gemerkt, dass das, was für ein Slowdown das ist. Na, nochmal. Komm. Okay, ich muss auf jeden Fall noch ordentlich Zeit finden. 3 Sekunden. Das war jetzt eine richtig schlechte Runde. Ich war eine 56,4. Okay, ich darf einfach nur nicht gegen die Wand knallen. Auch nicht ob... Naja, nee. Oh, es ist so knapp. 55,7.
Slowdowns machen es aber auch teilweise echt sehr schwer vorherzusehen, ne? Wie viel man bremsen muss und so. Und wie viel man wirklich schon gebremst hat, wie schnell man gerade wirklich ist. Ja, da geht ein bisschen was. Komm schon. Was für eine geile BMW-Werbung da rechts. So, auf. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. 1,54,6. Und damit geht es nun in Nummer 9. Oh nein. Nicht schon wieder Rom, nicht schon wieder ein Alfa Romeo in Rom. Wait, das ist eine andere Rom-Strecke. Hä? Okay. Halt die Strecke null, ne? Jetzt irgendwie eine enge Kurve. Oh Gott, ich sehe nichts. Okay, ich darf da komplett über die gelb schraffierte Fläche fahren. Das ist gut. Wäre lustig, wenn das jetzt First Try wäre. Aber nie im Leben, oder? Ah, okay. Ja, ich bin so schlecht gewesen. Ich bin locker 7, 8 Sekunden zu langsam oder so. Ist sogar 10. Nö, schon 8. Gescheitert, ist okay. Okay, da komme ich auch voll durch. Okay, okay, okay. 47,0. Ah, nochmal. Okay, der dritte Versuch ist auf jeden Fall deutlich schneller, aber noch lange nicht schnell genug. 5,3 Sekunden brauche ich noch, Alter. Okay, das sieht okay aus. Ich könnte mir vorstellen, jetzt bin ich bei einer... Okay, ich bin bei der 31. Noch 3 Sekunden, Alter. Ja, es wird besser. 2,3 nur noch. 30,1. Alter, wo soll ich noch 2 Sekunden finden hier? Das war schon deutlich besser. Fast 8 Zehntel fehlen nur noch. Weiß ich, wo ich die rauskrieg? Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin schnell. Nein! Ich bin so ein Idiot! 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 Oh Mann, ey. 1,02, das ist die beste Zeit, die ich seit Abstand da hatte bisher. Nein! Nein! Ja, ich bin so dumm. Nein, die letzte Kurve versammelt, ich Idiot. Oh, das war so ein guter Versuch. Es war so ein gigantisch guter Versuch. Vor allem am Anfang war es sehr gut. Und jetzt habe ich es am Ende verkackt. 2 Zehntel rausgeholt, halbe Sekunde noch. Meiste steckt in der letzten Kurve, aber ein paar andere Fehler hatte ich auch noch. Schon wieder die letzte Kurve nicht optimal gefahren, leider. Mann, 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 Mann. Das hätte es sein können, schade.
Kurve schon wieder vermasselt, Alter. Passt's noch? Nein. Ich hab's in der letzten Kurve vermasselt. Ich muss den letzten Curb mitnehmen. Nein, nochmal. Gute Zwischenzeit, come on, bitte, Dave. Endlich habe ich diese Gold. Oh. Ey, jedes Mal Alfa Romeo in Rom ist ein Horror. Jedes Mal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Leute, letztes Kapitel. Ach, es ist wieder der Toyota GT1. Wieder Apricot Hill. War das beim letzten Mal der Apricot Hill? Ich weiß es nicht. Apricot Hill. Die Strecke kenne ich immerhin, aber... Auf geht's! Auf geht's! Ach, die Perspektive. Bro, warum untersteuert dieses Auto so? Nochmal. Nein, 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 Dave, warum machst du das? Warum untersteuert dieses Auto so hart, Alter? Mann, egal. 3 Sekunden, das hole ich sofort. Mann, diese Mistkarre, ey. Ich liebe den Toyota GT1. So ein schönes Auto, aber der untersteuert wie Hölle. Sieht gut aus. Come on. Das war ein guter Versuch. Nein. Aber wenn du nochmal kurz aufs Kies gekommen, bitte. Okay. Das war nicht entscheidend. Da fehlt noch eine halbe Sekunde. Das kriegen wir hin. Nochmal. Nochmal. Ah, nochmal. War das gut? War das nicht gut? War ganz gut. Sehr gut. Come on. Guter erster Sektor. Okay, zweiter Sektor. Nein! In der Schikane war ich, glaube ich, ein bisschen langsam, oder? Noch 13, Alter. Alles in der Schikane wahrscheinlich verloren. Neue persönliche Beste, nochmal. Letzte Kurve war gut. Komm schon. Komm schon.
Immer eine neue persönliche Beste. Oh, ich fass es einfach nicht. Ah, Mann, ey. Ich muss halt viel cutten in den Schikanen. Nochmal, Mann. Nein. Da komme ich einmal gut durch die Schikane, Alter. Oh Mann, ey. Nein, ich lenke zu spät, ich Idiot, ich bin so dumm. Ich hab alles gegeben, come on, bitte. Ey, das geht doch nicht, oder? Stunden habe ich an 5 Prüfungen gesessen. Gott im Himmel, Alter. Wir haben es geschafft. S-Lizenz speichern. Steckplatz 1, ja. Alter. Und mal wieder der Hinweis. Alter, mein Daumen tut weh. Wenn euch das Format gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne Abo raushauen, gerne weiterempfehlen an jeden, den ihr kennt, der Gran Turismo mag, früher gespielt hat, wie auch immer, der ein bisschen in Erinnerung schwelgen möchte. Das ist ein absolutes Herzensprojekt. Vielen, vielen Dank. Und ich betone es jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, der Aufwand steht in keinem Verhältnis am Ende zu dem, was man da rausbekommt. Ich wollte schon sagen, ey, bitte sei jetzt nicht hängen geblieben, Spiel. Gucken wir nochmal, was wir als Belohnung bekommen haben. Garage. Ja, danke. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich nie Gran Turismo 2 spielen werde. Nee, Spaß beiseite. Beim Auto kann man ruhig Abstand von halten. Der Rest ist geil. Aber endlich sind wir durch. Ich bin irgendwie happy, dass wir jetzt durch sind. Boah. Leute, ey. Jetzt haben wir es definitiv durch, oder? Es gibt nicht noch eine SSS-Lizenz oder so, oder? Das ist jetzt schon so eine extreme Super-Lizenz oder sowas. Nee. Ab zu Gran Turismo 3. Da habe ich Bock drauf. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.